Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4, die 100 Baby Challenge. So! Es ist früher Morgen bei Familie Joyner am Sonntag. Und Mutti steht im Bad und hat jetzt ihr Omelette im Bad gegessen. Du kannst mal bitte hier aufräumen, derweile. Sie hat das ja fertig. Okay. Sehr cool. Okay, das ist echt cool. Dieses Ding hier hinten, 1000 Sasser, ist total geil. Oh, das probieren wir mal weiterhin. So, das heißt, sie kann jetzt eigentlich nichts mehr weiter tun. Was hat sie denn für Fähigkeiten, damit ich ungefähr gesellig ist sie? Okay, damit ich ungefähr weiß, in welche Richtung ich sie boxen muss. Fehlen ihr noch irgendwelche Fähigkeiten? Sozial hat sie voll. Kreativität fehlt noch. Sie arbeitet jetzt schon für das andere. Oh. Muttern? Oh. Mutti? Ganz schnell beruhigen gehen. We should talk more. Are you open to that? Wer zur Hölle war das denn bitte? Das ist ja Halbbruder. Nö. Das ist ja... Hä? Ach, die ist... Nee, warte mal zurück. Halbschwester ist das. Okay, und die hat schon ein Baby. Sohn von ihr. Alles klar. Hoho! Ja, und sie ableben durch Altersschwäche, dahinscheiden, ableben durch Abschuss aus der Höhe. Selber schuld. Also wer sowas macht, ist selber schuld. Ganz ehrlich. Ich liebe Stammbäume. Ja, und mit Julians Papa ist Mutter Irene jetzt fest zusammen. Aber die zwei werden erst ausziehen, wenn Elena zur jungen Erwachsenen wird. Dann dürfen auch die beiden ihre restlichen Tage zusammen verbringen. Genau, beruhig dich mal bitte. So, du könntest aber mal für Mutti... ein Video aufnehmen, intellektuell. Macht Charisma. Die schlafen alle noch. Sie lernt für die Schule. Muss dann mal Pipi. Okay. Dann kannst du das ja, verwenden. Gut. Mutti muss sich dann mal um ihren Garten wieder kümmern. Hier herrscht nämlich schon wieder das Unkraut. Ah, und die kann sie wieder nicht. Doch, hier, alle Läden. Und dann können wir hier alles verkaufen. Hallo Irene, ich... gehöre einem Sportverein an, der vor kurzem eine Menge negative Presse erhalten hat, da einer unserer gut bezahlten Stars sich total daneben benommen. Nein. Ich möchte das bitte nicht. Danke, Herr Krusel. Alles verkaufen. Ja, das machen wir dann. Nein, hör auf, hysterisch zu sein.
for? Neebs! Tribnador. Okay. Blows it? Hey, was hat sie denn vom Meilenstein gemacht? Okay, hör mal auf jetzt. Dann gehst du jetzt halt nicht bieseln. Mein Aufsetzen freigeschaltet. Ja! Ich habe gehört, du bist nicht besonders gut im Falschen. Nein, du möchtest jetzt mal so. Krabbeln freigeschaltet. Yay! Jetzt darfst du pinkeln gehen. Oh, hoffentlich hält Irene durch. So, der Herr, was los? Muskelkater? Es tut mir jetzt aber leid. Oder auch nicht. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. So, du darfst frühstücken. Wie sieht's denn eigentlich bei dir mit der Schule aus? Du bist ja top, oder, in der Schule? Wo war's denn? Hier vorne. Einzelschüler, genau. Ausgezeichnet. Dann warte ich also drauf, dass er auch vorzeitig beenden darf. Und dann werde ich mal sehen, was ich mit... Oh, er fühlt sich gerade unwohl. Na gut. So, und dann werde ich mal sehen, was ich mit ihm mache. So, wie geht's denn? Oh, guck mal hier, das Baby hat Hunger. Muttern? Tu das Kind jetzt stillen. Schwierige Gefühle. Es ist schwer, in der Nähe eines Kindes zu sein, das viel mehr Panik und Traurigkeit hervorruft als Freude. Es ist nicht die Schuld des Kindes. Es ist auch nicht unbedingt die Schuld der Eltern. Würde Elena versuchen, es anderen zu erklären, würde nur mit Ersatz, was? Entsetzen und Verurteilung konfrontiert werden. Ja, gut. So, und dann geht's Baby Bubu gut. Alles, ich liebe das. Es ist ja, diese Babys sind ja schon echt süß, ne? Elena ist gerade überfokussiert. Du wirst aber mal bitte... Ist okay. Du wirst mal bitte hier freundlich Aktivität... Naja, nimm erstmal raus. Und dann kannst du bitte gemeinsam mit ihm Bauchzeit verbringen. Weil du musst mit ihm üben. Legen mal hier hin. Hier hinlegen. Jetzt hat sie Spaß. Jetzt muss sie Spaß sich. Jetzt liegt sie im Dreck. Na toll. Hier hinrutschen. Das ist so herrlich. Bauchzeit verbringen. Hallo? Wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Ja. Einsam und verlassen. Ich liebe dich immer. Hey, nein, nicht das Baby wieder ins Bett legen. Bist du verrückt? Du sollst das Kind doch nicht wieder ins Bett legen. Nein. Du musst mit dem Kind auch Bauchzeit verbringen, weil das Kind muss lernen. Nimm das Kind da raus. Ah, genau. Und das Kind raus. Kriechen! Ein Ärmchen ist es gelungen, das Gewicht auf den Füßen zu halten. Ja, jetzt muss sie krabbeln üben. So, und hier machst du jetzt bitte... Du musst bitte aktiv... Nein!
Hör auf! Warum kann die keine Bauchzeit mit dem Puppchen? Danke. So, jetzt. Babypflege. Mehr Auswahl. Nee. Na, das ist selber? Aber Elena? Na gut, Elena, dann würde ich sagen, lässt du das mal bitte sein. Geh mal ganz kurz in den Baumodus. Das mal hier hinhängen. Und Elena fängt mal an, hier klassische Gemälde zu malen. Und Mutti muss ganz dringend pinkeln. Und dann duschen. Und dir geht's relativ gut. Dann probier du mal bitte mit dem Kind. Bauchzeit vorbei. Genau. So, du bist jetzt fertig. Du kannst hier mal bitte wegwerfen. So. Sehr schön. Hier, Veronika? Was versteht ihr unter dem Zusammenbauchzeitverbringen nicht? Ja, dann macht jetzt bitte auch. Danke. Oh, wer läuft denn hier lang? Chip! Hör auf zu malen! Der kommt zu mir? Der kommt zu mir. Oh, oh. Was ist denn mit Elena los? Warte, Lachen freigeschaltet. Okay, was sind zur Hölle mit Elena los? Elena ist aufgrund von ihrem ADHS hyperfokussiert und kann diesen Moment nicht so... Alles klar. Na, dann machst du das. Wie lange geht das? Dann tust du ihn einfach mal bitte begrüßen. Nein, gut. Mutti, tu ihn mal begrüßen. Was? Herein bitten. So. Hallo? Lass das. Kümmer dich darum. So, dann kannst du hier mal bitte die Windeln wechseln. Babypflege. Sie hasst Kinder noch. Oh, was hat er denn jetzt gelernt? Jetzt kann er sich auch selber rollen. Ist er immer noch überfokussiert? Ja. Aber Jeb ist jetzt da. Jeb ist da. So, wie geht's dem Baby? Die Haie gehen. Naja, okay.
Wir haben gehört, nein, wir gehen jetzt nicht arbeiten. Lena, wie lange bist du noch überfokussiert? Hallo? Nein? Du sollst dich jetzt mal um das Kind bitte kümmern. Fütter dieses Kind jetzt mit der Flasche, das kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott, das ist ein Neffe. Jetzt ist er endlich nicht mal überfokussiert. So, dann verkauf's mal. Und jetzt begrüß endlich mal deinen... Oh, nee. Mach mehr Sport. So, jetzt, wartet. Erstmal hier. Sonst komme ich jetzt hier wieder durcheinander. Das ist überhaupt nicht schön. Romantisch. Wir flirten noch etwas. Wir flirten. Haben wir einen Insiderwitz? Das können wir nicht reingehen. Rennen sie jetzt alle durch. Und dann probieren wir ein Techtelmechtel mit Chip. So. Muttern? Nein, Kind, du bist nicht böse. Mein Freund bei dir klappert zwar. Muttern, du kannst dich dann mal bitte darum kümmern, dass du hier... Hä? Oh. Okay. Na dann muss ich mal hier was machen. So, du machst bitte deine Hausaufgaben. Hallo? Nein, du gehst jetzt nicht zu Jeb. Du gehst jetzt bitte zu diesem Kind hier und tust dieses Kind füttern. Gott, verdammt, ich noch eins. So, dir geht's noch gut. Hausaufgaben erledigen. Hier geht's auch gut, dann machst du... Ach nee, du bist ja schwarz. Achso, du könntest aber mal deinen Vater anrufen. Ja. Plaudern. So. Und dann kannst du das Kind ins Bett bringen. Nein, nein, nicht du. Du. Jetzt Kiki Knacki. Warum zieht diese ihre Alltagsklamotten an? So. So. Jetzt hast du Wischübergänge rein hinzugefügt. Also es ist mittelmäßig geworden. Jetzt tun wir noch Effekte hinzufügen. Und du... hast jetzt mal ein bisschen Spaß. Aber weißt du, was du auch mal machen könntest? Mutti, gib mir deinen Staubsauger. Du könntest mal ein bisschen Umgebungsstaubsaugen. Männchen, erster Windelplatzer. So, dann würde ich sagen, tust du mal bitte hier die Windel wechseln. Ich schläf gerade die Hand ein, das ist ja eklig. Windel wechseln. Und dann dieses Kind baden. Dieses Kind. So, und sie hatte jetzt freudige überrascht. So. Irene, es geht weiter. Nein, es geht weiter.
mit deinem Video bearbeiten. Und zwar Video bearbeiten. So. So, Elena, bist du gerade ein bisschen überfordert, hä? Ja, von mir aus macht das so. So, wegwerfen. Aufwischen. So, und dann kannst du... Wir müssen erstmal die Reste hier... Ach nee, wir haben keine Reste mehr. Gut. Da kannst du mal bitte hier ausräumen, deine Lebensmittel. Und wenn du fertig bist, kannst du hier ein Gericht nehmen. Oh. So, ihr Lieben. Es ist schon wieder Zeit für Feierabend für heute. Im nächsten Part werden wir auch Elena mal aufs Klo schicken, mal sehen, ob es dann endlich geklappt hat und gefruchtet hat. Oder ob es daran liegt, weil Jeb ein Erwachsener ist. Ich weiß es nicht. Wäre ärgerlich, obwohl ich eigentlich eingestellt habe, dass das funktioniert. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Bis dahin, ciao!